war ich irre? Hast du was gefunden? Noch nicht. Ich muss gehen. Wie wir alle. Oh, das wird dir gefallen. Eine tolle Show. Hallo, Hinter. Hast du zufällig... Das Rote ist für mich. Danke. Ich hab Schatzfeinde. Okay. Schon viermal gesehen. Viel zu lernen ich noch hatte, ja. Nein, ich hab diese. Ich bin entdeckt. Und ich mach mich weg. Ich komme später nochmal vorbei und mach den dann zur Brei. Sonne wirft keine Schatten. Oh, das wird dir gefallen. Eine tolle Show. Ach, hab schon besseres gesehen. Oh, ich muss jetzt durch die Stadt und dann runter. Und ich könnte mal wieder was herstellen, was sinnvoller ist als taschenmäßig, meine ich. Modifikationsbeutel. Megabogenköcher. Jetzt verfügbar. Reisedit. Ja, könnte ich bauen. Outfits modifizieren. Waffen modifizieren. Abriss. Und Feuer. So, aber jetzt wollte ich endlich nach Fähigkeiten gucken. Ne? Ich habe 5 Fertigkeitspunkte. Ein Führerschlag. Das ist gut. Das ist mir sogar 3 wert. Heißt, ich kann auch große Gegner jetzt kaputt machen. Hört euch. Mich da vielleicht noch gar nicht. Alles gut. Ich kann mir nicht vorstellen, wo anders. Ich bin auf dem Markt auf einer Frucht ausgerutscht. Die Kinder so viele kommen ins Sonnenreich und haben keine Lust auf Arbeit, aber du scheinst anders zu sein als die anderen. Deswegen. Die verdammten Osseram sorgen doch überall für Ärger. Ich halte meine Augen offen.
Wir alle haben im großen Zusammenhang der Dinge. Was lesen? Leute, Sonnenkönig. Geh weiter. Du solltest hier nicht herumlogern. Geh doch weiter. Sieht so aus, als würde die mich hier nicht durchlassen. Hallo, Aloy. Hi. Ich bin der tadellose Marat. Bitte komm mit mir. Es geht um eine wichtige Konsultation. Wie meinst du das? Wo ist Erend? Er ist drinnen, beim Sonnenkönig. Wohin wir auch unverzüglich gehen sollten. Folge mir bitte. All diese Leute wollen zum Sonnenkönig? Ja, und alle wollen ihn um etwas bitten. Unschön, aber das ist Politik. Der Sonnenkönig will dich unbedingt sehen. Die Maschinenreiterin mit dem guten Auge. Es ist so faszinierend. Ich will niemanden faszinieren. Zu spät. Okay. Erst kriegen Osseram Sonderrechte und jetzt was Fremde aus dem wilden Osten von dir. Eine Fremde ist vor mir dran. Inakzeptabel. Ich schon 2 Stunden und diese Nora drängelt sich vor. Ich dränge gar, der will mich hin. Ignoriere sie. Adlige sind wie Kinder, die quengeln, wenn sie keinen Nachtisch mehr bekommen. Ja. Wie ist der Sonnenkönig so? Wichtig ist, wie er nicht ist. Wie sein Vater. Ich glaube, du wirst ihn ganz vernünftig finden. Okay, da ist er drüber. Aloy von der Nora, Seherin des Verborgenen. Willkommen. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Erend, berichte bitte. Ich war an Ersas Grab. Es stimmt, Aloy. Die Leiche hat keine Narbe am rechten Knie. Ich fügte sie Ersa als Kind zu, im Streit um ein Spielzeug. Wenn es nicht Ersas Leiche ist, kann es sein, dass sie noch am Leben ist. Und ich lasse sie nicht im Stich. Wir wissen nur, dass sie weg ist, nicht wer es war. Da kann ich helfen. Ersa hat einen Feind unter den Osseram. Einen Kriegsherrn namens Derwa. Unmöglich. Jeder Clan im Anrecht war auf der Suche nach ihm seit der Befreiung. Er muss längst tot sein. Nun, er hat ein Motiv und ist klug genug, um Ersa in so eine Falle zu locken. Er treibt sich bestimmt irgendwo an der Grenze herum. Ich habe schon einen Agenten losgeschickt. Er wartet auf Anweisungen von uns. Auf dem Marktplatz in Scheuerfeld. Wenn ich Truppen an die Grenze schicke, provoziert das die Osseram. Vielleicht ein paar Gardesoldaten. Und noch eine außergewöhnlich talentierte Nora. Erend, Marat, lasst mich das mit ihr allein besprechen. Ich hasse es, dir noch etwas aufzubürden. Doch diese Angelegenheit ist wichtig für mich. Na? Ja, Ersa? Ersa scheint euch sehr viel zu bedeuten. Ohne ihre Osseram-Garde hätte ich Meridian niemals befreien und meinen brutalen Vater stürzen können. Seitdem ist es schwierig, den Frieden zwischen unseren Stämmen zu halten, aber Ersa schafft es, ihr Volk davon zu überzeugen. Du siehst, ich brauche sie hier. An meiner Seite. Und das schnell. Okay. Derwal? Und wer genau ist Derwal? Um Derwal zu verstehen, musst du meinen Vater verstehen. Er hielt sich wirklich für einen Sonnengott. Sein Geist war verwirrt. Er hielt Blutopfer für die Lösung von... Tja, einfach allem. Er suchte sich Opfer bei anderen Stämmen. Besonders bei den Osseram. Derwal schlug zurück. Er baute starke Waffen und rüstete sein Volk. Mein Vater reagierte mit furchtbarer Grausamkeit. Er entführte Derwals Frau und Tochter und opferte sie im Sonnenring. Wieso nimmt Derwal so viel auf sich, um Ersa zu entführen? Er fühlte sich betrogen. Sie kämpfte an seiner Seite, bis sie begriff, dass er Meridian komplett auslöschen wollte. Da kam sie zu mir.
Wir konnten ihn stoppen und befreiten die Stadt von meinem Vater. Seit diesem Tag versucht Derval, sich dafür zu rächen. Und tut das meist an Osaram, die mit uns kämpften. Er hat sich so viele mächtige Feinde gemacht, dass ich ihn längst für tot hielt. Ich lag falsch. Okay, ja. Fragen wir besterweise euch. Ich habe eine Frage zum Sonnenreich und zu eurer Politik. Bitte sehr. Sonnenkönig werden. Man nennt euch einen Sonnengott, der seinen Vater erschlug, um den Stämmen Frieden zu bringen. Stimmt das denn? Es heißt, du siehst das Unsichtbare, teilst fliegende Pfeile in zwei Hälften und kannst Maschinen zähmen. Wie viel stimmt denn davon? Es kommt schon so hin. Tja, ich möchte den Stämmen gern Frieden bringen, aber du hast die vielen Bittsteller ja gesehen. Vielleicht nächste Woche. Ja, ist gut, ne? Ein Palast? Recht nett habt ihr es hier. Man sieht beinahe die kleinen Leute unten am Berg. Es gefällt dir nicht? Dann kann ich dir sagen, mir auch nicht. Ja. Man muss Geduld haben. Die Veränderung braucht ihre Zeit. Aber wird sie je kommen, wenn man im Palästen lebt? Vielleicht. Irgendwann. Wenn Leute wie du mich dabei unterstützen. Eure Politik erscheint sehr kompliziert. Die Osaram sind Freund und Feind zugleich? Ich hätte Meridian nicht befreien können ohne die Hilfe von Arsa und ihren Freibeutern. Viele von ihnen leben jetzt hier. Ja, doch die Präfekten der Osaram-Klane im Anrecht neiden ihnen jetzt ihre Erfolge. Wie auch viele Karja-Adlige. Tja, es ist eine heikle Situation. Insbesondere, weil mein Vater die Osaram jahrelang beraubt hat. Ja. Arsa hält den Frieden. Sie verspricht, dass alle profitieren können. Doch manche, wie Derval, nähren immer weiter ihren Hass. Ja, und Hass führt zu Gewalt, und Gewalt führt zu Blam, Lums. Und dann brennt irgendwann alles. Was wisst ihr über diese Schatten-Kaja? Was haben sie mit Ersa zu tun? Es sind Anhänger von Vaters Regime. Sie harren in der Festung Sonnenfall aus, im Westen. Wie ihm geht es ihnen nur um die Herrschaft. Sie vergießen Blut im Namen der Sonne, um aus ihr Kraft zu schöpfen. Ersa ist ihre Feindin, also hielt man sie sofort für die Schuldigen. Derval war das klar. Das war sein Plan. Okay, ja, danke. Die Zeit ist knapp, deswegen habe ich so viel mit dir geredet. Ich muss jetzt weiter. Ich weiß. Nun, Könige sollten niemals betteln. Aber bitte, suche nach Ersa. Wer sagt das? Marat zum Beispiel. Wende dich jederzeit an ihn oder Erend, wenn du noch Fragen hast. Oh. Was möchtest du, Eloy? Tschüss. Ich muss gehen. Ich verstehe. Ich könnte das noch ein paar Mal machen, aber... Ich buche eine Scheibe aus. Ach so, ihr beiden seid das. Und redet mit mir. So, ich hielt Ersa für tot. Und ich hielt Derval für tot. Tod scheint nicht mehr zu sein, was es war. Oder ich bin ein Trottel. Wie auch immer. Es ist an der Zeit, meine Schwester zu finden. Und Rache zu nehmen. Ich hoffe, Marats Agent weiß etwas. Ja, ich würde sagen, von beiden ein bisschen. Ersa und Derval? Hat Ersa je etwas über Derval erzählt? Wir gehörten beide zu seiner Truppe, sozusagen. Wir halfen seiner Armee gegen den Sonnenkönig aufzubauen. Aber dann warf er ein Auge auf Ersa. Selbstverständlich war sie nicht interessiert, aber er stellte ihr nach.
Abgesehen davon, dass wir erkannten, dass er alle Kharja töten wollte. Nicht nur die Bösen. Kurz gesagt, er ist ein ganz übler Drecksgraser. Okay. Okay. Sonnenkönig Asa. Awad will Asa unbedingt finden. Ja, sie verstehen sich gut. Manche sagen, da läuft was, aber ich glaub's nicht. Er ist zu dünn für sie. Okay, jetzt habe ich ein paar schlimme Bilder im Kopf. Wir sollten sie lieber finden. Und es derweil zeigen. Ja. Zeit zu gehen. Ich sollte gehen. Lass mich in Scheuerfels nicht hängen, okay? Ersa braucht uns. Ja, ich bin bald da. Und Kollege Schmutzfuß. Hey, Loi. Wie kann ich behilflich sein? Du bist offensichtlich ein Berater des Sonnenkönigs, aber was machst du eigentlich genau? Was notwendig ist, natürlich. Weichst du immer so aus? Kommt drauf an. Warum hast du eigentlich das Ding hier oben hängen? Das würde mich interessieren. Also, abgesehen davon, dass es okay aussieht, aber... Dann finde ich Awad. Du hattest recht mit Awad. Er wirkt... ehrlich. Er ist der Sonnenkönig. Ich diene ihm so gut ich kann. Was soll ich dir noch sagen? Und war das auch mit dem letzten König so? Nun, da diente ich eher den Gegnern. Und das war der beste Dienst für das Sonnenreich. Was hast du getan? Nichts, wofür man mich tadeln kann. Ein Spion? Das klingt für mich nach Spion. Es gibt viele hilfreiche Stimmen im Sonnenreich. Und auch sonst. Ich sehe mich gern als einen guten Zuhörer. Tadellos? Warum nennt man dich tadelloser Marat? Das kommt darauf an, wen du mit Mann meinst. Und wofür man mich tadeln könnte. Du bist wirklich anstrengend. So sagt man. Ich bin trotzdem echt irre. Ich habe irgendwie das Gefühl, der wird das aber... Was erwartet mich an der Grenze? Ein Außenposten voller Osaram, von denen die meisten Derwal ablehnen. Doch die, die mit ihm gegen den letzten Sonnenkönig kämpften, sind immer noch sehr loyal. Er wird nicht alleine sein. Und vergiss nicht, er ist ein Handwerksmeister. Nichts geht ihm über sein gefährliches Spielzeug. Okay, Derwal und Ersa? Was macht dich so sicher, dass Derwal es war? Sicher und gewiss sind nicht meins. Für mich zählt möglich und vermutlich. Wie viele Osaram sind klug genug für diese List? Und können eine komplizierte Waffe bauen? Wer hasst Ersa so? Mehr als einer? Wohl kaum. Derwal? Könnte gut sein. Auch wenn man ihn für tot hält. Das ist ein weiterer Grund, Worten gegenüber misstrauisch zu sein. Okay, danke. Ich muss gehen. Dann tu das. Halt dich im Auge. Okay, ist auf jeden Fall nicht sichtbar, was dahinter ist. Und ich gehe jetzt erstmal abchecken. Was ehrlich jetzt hier noch für ein Vogel ist. Die Sonnenkönige. Gibt's diese Geschichten auch als Buch? Ich habe nämlich irgendwie die Tendenz dazu, dass ich eher auf gedruckten oder Kindle lese, als dass ich Spiel lese. Das Einzige, was schwieriger ist, als in Anrecht zu Geld zu kommen, ist, außerhalb von Anrecht zu Geld zu kommen. Okay. Ich
Oh, hier ist das Grün nicht. Wenn stürzt, dass ich hier Sachen. Ich dachte, ich komme die Treppe nicht hoch, aber ich komme ja nicht mehr zur Treppe hin. Und gefällt mir, dass sie so schön schmal da eingebaut ist. Ich kann dir nicht helfen. Meine Aufgabe ist es, Wache zu halten. Ich mische mich in politische Dinge nicht ein. Ist das zu Rav an oder willst du einfach nur so da rum? Ich muss gleich zurück an die Arbeit. Am liebsten würde ich nach Hause gehen und schlafen. Hm. Ein Mann namens Nassan kam zu mir. Wir trafen eine Vereinbarung. Ich bin überzeugt, sie wird vielen in Sonnenfall nützen. Alles durch ein gestohlenes Schwert. Man sagt ja, folge dem Schatten und du findest eine Flamme. Bemerkenswerte Belohnungskiste. Gucken, ob ich den doch noch erreiche. Wenn je mehr Aufgaben ich habe, desto mehr kann ich tun. Was will so jemand hier draußen? Keine Bedingung. Hey da, Fremde! Ich bin Wilgund. Suchst du hier eventuell eine Arbeit? Ha, gute Scherben. Genug für ein Gewand, das besser zu dir. Okay, Schluss damit, wenn ich dir zuhören soll. Ich meinte nur eine wohlgeformte Frau, so wie du. Es kursieren Gerüchte über ein Banuk-Lager. Zahme Maschinen heißt es in den Gerüchten. Also heuerte ich ein paar Leute an. Nur um das zu untersuchen, nicht mehr. Die Banuk sind gerissen, zugerissen. Ja. Ich zahlte im Voraus. Naja, die Hälfte. Und hörte nie wieder was. Und jetzt suchst du jemanden, der deine Männer suchen soll. Das Geld ist versenkt. Das Gerücht ist mir mehr wert. Erzähl mir mehr über das Gerücht. Ist an den Gerüchten über das Lager etwas dran? Die anderen haben nur nach ihrer Bezahlung gefragt. Du bist clever. Das Lager ist sogar zu klein für einen Namen da, wo der Schnee nicht taut. Es heißt, die Banuk leben dort friedlich mit Maschinen. Halten sie sich zum Streicheln, Nutzen, Vorsingen? Wenn das stimmt und wenn wir das auch könnten, stell dir mal vor, wie wertvoll das wäre für alle Stämme. Mit wertvoll meinst du, dass sie dich dafür bezahlen? Kind, man muss sehen, wo man bleibt. Die Banuk? Was weißt du noch über die Banuk? Die Banuk-Frauen. Schneehexen, alle. Kalte Augen, kalte Hände. Sie wählten als ihre Heimat Ban-Ur im Eis. Eine Unterhaltung mit ihnen ist wie in einem Eisberg zu graben. Sie sind lieber mit Maschinen zusammen. Und deshalb kann an dem Gerücht was dran sein. Dann wollen sie vielleicht nicht, dass Fremde davon wissen. Ha! Mystisches Getue. Keine Besitztümer, kein Luxus. Alles Quatsch. Dieses Volk ist beim Falschen härter als der Frost. Okay, und du bist ein Händler? Bist du sowas wie ein Händler? Ich sehe gar keine Waren. Eher ein Forscher. Aber du schickst andere los, um zu forschen. Na gut, eher ein Opportunist. Kind, Mädchen, Jägerin. Sucherin. Die Welt steckt voller Gelegenheiten und sie sind sehr riskant. Doch warum sollte deshalb jemand wie ich auf lukrative Chancen verzichten? Na gut, ich bin eher ein Spieler. Ein Spieler. What do you want? Wenn ich dem Gerücht nachgehe,
Du wirst dazu nicht bis ans Ende der Welt reisen müssen. Es ist am Rand des Banuk-Landes, unter dem Amboss des Mondes. Und ganz offensichtlich kennst du ja den Wilden Osten. Den Osten. Wenn es stimmt, dass sie ihr Lager unbefangen mit Maschinen teilen, na, das fällt doch auf, oder? Zahlung bei Rückkehr. Nee. Moment, das... Spornfelsen. Warum jetzt ohne? Das ist bestimmt auch hier oben, oder? Ich habe wieder zwei Fertigkeitspunkte. Präzision, Ausbeute. Ich wäre eher bei starker Schlag oder Schuss oder Niederschlagen oder irgendwie sowas. Aber hier gibt es noch ein Ausrufezeichen. Kann ich euch vielleicht für eine lukrative Gelegenheit interessieren? Nö. Hast mir schon alles erzählt, was ich wissen kann.